Was hat Kepler uns gelehrt, Luis? Wir denken nicht an uns selbst. Wir lassen uns nicht von Emotionen leiten. Wir tun alles für die Gemeinschaft. Für die Gemeinschaft. Man nennt sie Mutter Erde. Wir haben den Planeten geplündert. Alle Reproduktionsversuche waren erfolglos bei Männern und Frauen. Kepler will einen Beweis, dass wir uns hier fortpflanzen können. Überlebende. Da war ein Kind. Ohne Kommunikation ist das alles umsonst. Myla! Warum folgst du mir? Ich will dir helfen. Wir haben so lange gewartet. Ich bin so froh, dass du jetzt hier bist. Wir müssen alle zurück auf die Erde holen. Werden sie kommen? Die Menschheit existiert auch ohne uns. Für die Gemeinschaft. Bist du noch auf unserer Seite, Blake? Niemand hätte zurückkehren sollen. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Düster, dunkel, baut sich gut auf und Science-Fiction aus Deutschland hat man auch nicht filmisch alle Tage, beziehungsweise in dem Fall ist es eine deutsch-schweizerische Co-Produktion, inszeniert von Tim Fehlbaum. Dass der Science-Fiction kann, hat er unter anderem schon mit Hell gezeigt, vor einigen Jahren, und damit war es der Trailer zu Tides, den uns Konstantin-Film irgendwann demnächst, wenn die Kinos mal offen haben, auch in die Kinos bringt. Erzählt die Geschichte von einer Astronautin namens Blake. Die ist in der Weltraumstation Kepler groß geworden, weil vor 200 Jahren die Menschen auf der Erde nahezu ausgerottet wurden. Einige konnten evakuiert werden. Das Problem scheint hier beim Trailer zu sein, die Menschen können sich inzwischen nicht mehr reproduzieren. Deswegen hat sie die Mission bekommen, zurück zur Erde zu kehren und zu schauen, ob man da inzwischen wieder Leben ansiedeln kann. Trifft aber auf Überlebende und findet dabei auch ein Kind. Also da unten scheint Leben noch anders zu funktionieren als hoch oben im Weltraum. Das zusammengepackt ergibt natürlich Fragen über Gemeinschaft, über Zukunft, über Zugehörigkeit und letztendlich auch über Verantwortung. Und da muss ich sagen, ist der Trailer genau nach so einem Geschmack, wo ich denke, okay, ist für mich ein bisschen zu Nolan-mäßig aufgezogen, weil das spürt sich schon so ein bisschen an, wie als würde man ein bisschen größer denken, als es vielleicht nachher der Film kann. Aber trotzdem, Look, Art und alles, was dazugehört, bin ich auf jeden Fall so weit gespannt, dass ich mir denke, okay, mal gucken, was Tides dann kann. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.